Mein Name ist Holger Bauer, ich bin Pressesprecher des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein. Wir befinden uns hier im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Gaarden und das beeinflusst die Arbeit der Feuerwehr extremst. Die Stürme der letzten Monate haben das ganz deutlich gezeigt. Infrastruktur, die dann massiv geschädigt wird durch herabfallende Bäume oder durch Glatteis, das sind extreme Wetterlagen, die ein erhöhtes Einsatzaufkommen mit sich bringen. Und das Problem ist halt, dass wir zu 99% es mit ehrenamtlichen Kräften zu tun haben. Wir haben knapp 1350 freiwillige Feuerwehren in Schleswig-Holstein, 4 Berufsfeuerwehren. Und diese Kameradinnen und Kameraden müssen natürlich von jetzt auf gleich zur Verfügung stehen. Und wenn ein erhöhtes Einsatzaufkommen da ist, macht das natürlich hier und da Probleme. Wir gehen damit um, indem wir natürlich großes Augenmerk auf die entsprechende Ausbildung legen. Zum Beispiel Stichwort Bahnerden, Bahnleitungen, die dann geerdet werden müssen in solchen Fällen, wenn Bäume auf den Leitungen liegen. Das sind natürlich Ausbildungsaspekte, die es früher in der Masse nicht so gegeben hat. Und natürlich ist auch die Industrie, also die feuerwehrtechnische Industrie, sehr daran interessiert, Technik, Fahrzeugtechnik zu entwickeln, die letztendlich auch mit weniger Manpower auskommt. Ja, wir appellieren natürlich sehr daran, die Eigenverantwortlichkeit der Bürger wieder zu schärfen, dass man sich eben einstellt auf Notsituationen. Das muss nicht nur das Thema Bevorratung sein, aber das ist eben auch das Thema einfach den Blick zu haben für eine wirkliche Notsituation. Wir kommen natürlich immer, wenn Menschenleben in Gefahr sind, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, es gibt eben ganz, ganz viele Einsätze, gerade in diesen Extremwetterlagen, wo man dann sagt, das hätte man auch liegen lassen können, selber machen können oder warten können, bis die große Unwetterlage vorbei ist.